Willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge mit mir, Quidnow. Im letzten Part haben wir eine heftige Niederlage erlitten. Wir haben nur noch Money, unser Hydropi. Ich habe es ausgenommen, Level 15 trainiert. Das Wesen wollte ich euch zeigen. Bericht. Money ist ein, oder hat ein ruhiges Wesen. Ich blende euch wieder ein, was das Wesen für Vorteile hat. Eigentlich wollte ich heute keinen Part mehr aufnehmen nach dem letzten, aber gut, ich habe mich jetzt auch noch überredet, bevor ich jetzt gleich auch mal pennen gehe, nehme ich noch eben einen Part auf. Und ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal Richtung geradeaus. Wir folgen einfach der Story. Hier haben wir schon alle Trainer platt gemacht und fangen dürfen wir leider auch nichts mehr. Wäre natürlich ziemlich cool. Aber leider ist uns das nicht mehr vergönnt. Hier hatten wir nämlich ein Tarnhill Metagross. Ein Metank. Boah, es ist echt schon spät, das merkt man. Ein Metank konnten wir hier fangen. Ich habe es aber nicht geschafft. Leider, das wäre auch cool gewesen. Hätte Metank genug HP gehabt, um Drachenwut zu überleben? Möglicherweise. Aber. Ach, warum kämpfe ich jetzt überhaupt hier gegen dieses Winona? Ich kann doch einfach fliehen. So, du bist kein Trainer, nehme ich mal ganz stark an. Und hier auf dem verwüsteten Pfad können wir wieder einen Pokémon fangen. Das ist ziemlich nice. Und einen Hyperball. Na, wenn das mal kein Zeichen ist, Quidnow, fang hier einen Pokémon, Mann. Du hast das voll nötig, ey. Ja, das stimmt. Wir brauchen unbedingt wieder einen Pokémon. Hydropi ist zwar schön und gut. Und bald wird uns da ein Moorabel zur Seite stehen. Aber je mehr Pokémon, desto besser einfach im Team, würde ich sagen. Ja, es sei denn, es kommt ein Enton. Ist ja nicht so, dass wir schon Entoron hatten. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt ein bisschen weiter durch diese Höhle laufe, tauchen da Sachen auf wie Galagladi, Lucario, was weiß ich. Hauptsache als erstes erstmal ein Enton. Ja, so gehört sich das. Also, trotzdem, die Chance, dass ich mir nicht entgehen und werde es natürlich versuchen zu fangen. Es ist immerhin Wasser-Pokémon. Überraschend, es tauchen überraschend viele Wasser-Pokémon auf. So von wegen, das Spiel sorgt vor, könnten aber dir sterben eh alle Wasser-Pokémon weg. Hier, nimm mal, kannst du gebrauchen. Naja gut, das Angebot nehme ich auf jeden Fall an. Könnte wirklich nicht schaden. Du kannst mich nass machen, wie du willst. Du, ich bin schon vom Typ Water. Das juckt mich nicht. Nicht im geringsten. Also hier im Pokéball. Enton hatte ich jetzt nicht für so schwer zu fangen. Schauen wir, ob ich recht habe. 1, 2, 3. Enton. Klasse, Enton wurde gefangen. Ein weibliches Enton. Da muss ich mir jetzt einen Namen überlegen. Aber lesen wir erstmal den Pokédex-Eintrag. Vielleicht kann ich da irgendwas ableiten. Leidet unter stetigen Kopfschmerz, ausgelöst durch seltsame Kräfte, die es aber auch einsetzen kann. Ja, deswegen glauben auch viele, dass Enton ist Wasserpsycho oder Entoron sei Wasserpsycho, aber nee, ist Mono Wasser, Leute. Habe ich auch erst, ist eine der Fakten, die ich erst relativ spät erfahren habe. So, wie nenne ich das? Weibliches Enton. Ja. Ja. Mir fällt da ehrlich gesagt nicht besonders viel gerade ein. Gibt's doch bestimmt irgendwelche coolen Ableitungen. Nicht wirklich drauf. Also wir hatten Hody Jones. Gibt es irgendein weibliches Mitglied? Yeah, Okta passt nicht wirklich. Und außerdem ist es kein Oktopus. Ach, was weiß ich. Ich nenne es wahrscheinlich total falsch geschrieben. Cruella von Cruella de Vil von 101 Dalmatina. Warum? Sie ist weiblich. Eine Qualle ist ein Fisch oder halt schwimmt im Wasser und Enton ist vom Typ Wasser. Ja. Ihr merkt, spätabends ist meine Namensgebung noch besser als sonst. Auf jeden Fall. So, Route 204 ist die gleiche Route wie dort unten. Heißt für uns nix fangen hier. Aber wir können dich verprügeln. Was ist das für ein Trainer, der sich vom Duft der Blumen anlocken lässt? Ein Trainer, der im letzten Part ganz schnell aufs Maul bekommen hat, würde ich sagen. Aroma Lady Zara. Zara? Deine Eltern waren bestimmt auch bei der Namensgebung besoffen, ey, Zara. Zara kenne ich. Kannst du ja verklagen, ey.
Ja, Wasser gegen Kiefer ist, glaube ich, neutral, ne? Das ist, glaube ich, hier besser als Tackle. Weil, Stab. Was heißt Step nochmal ausgeschrieben? Same. Type Attack Bonus, ne? Ja, genau. Boah, ich krieg das sogar noch zusammen. Ja, und das erklärt ja eigentlich auch kurz. Wenn man weiß, was es bedeutet, dann weiß man auch, was es bringt. Dadurch, dass es der gleiche, dass die Attacke den gleichen Typ hat wie der Typ des Pokémons, bekommt es einen Attack-Bonus in Höhe der Hälfte der Angriffsstärke der Attacke. So, ne? Aquaknarre, 40er Stärke, Step gleich plus 20, gleich 60er Stärke beim Hydropi, weil Hydropi Wasser-Pokémon. Ich denke, jetzt haben das dann auch alle verstanden, die noch nicht wussten, was Step ist. Weil ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, das Wort, und, glaube ich, noch nie richtig erklärt. Jetzt wisst ihr es. Viele werden es aber mit Sicherheit schon gewusst haben. So, du doppelteamst dich. Hydropi entwickelt sich auf 16 Fragezeichen. Ich habe die Entwicklungslevel nicht im Kopf, sorry. Volltreffer weggenatzt, trotz Doppelteam, aber da lachsen wir doch gepflegt drauf. Schade. Na gut. Es war ein starker Trainer, der sich vom Duft der Blumen anlocken ließ. Ja, im Gegensatz zu dir schon, aber sonst weiß ich nicht. Ein AP Plus, unser zweites. Also wenn wir mal Hydropumpe oder sowas hätten, dann wird es wohl seine Verwendung finden. So, was willst du, Käfersammler? Zu später Stunde noch auf der Jagd? Hey, lass mich dir meine Käfer-Pokémon zeigen! Ach. Musst du? Na gut, Käfersammler. Matthias! Zeig mir doch mal deine Käfer-Pokémon. Oh! Das ist aber ein seltenes Käfer-Pokémon, das habe ich zuvor ja noch nie gesehen. Aus welchem Wald hast du denn das? Wie auch immer. Mal gucken, wie es sich gegen einen Wasserstrahl zur Wehr setzen kann. Gesichte. Das ist ein Hydropi. Hydropi ist ein Wasser-Pokémon. Gesichte ist auch so eine Attacke. Und mit Gesichte kann man, glaube ich, Geister verletzbar machen gegen normale Attacken. Kampfattacken. Weiß ich nicht. Ich mache heute Abend irgendwie ziemlich viel. Muss ich mal drauf achten und das lassen. Ich habe es wahrscheinlich schon eingeblendet im letzten Part. Aber nochmal sorry, dass man den Mauscursor gesehen hat. Ich musste für die Guild Wars Aufnahmen den Mauscursor aktivieren. Und habe dann vergessen, den Pokémon zu deaktivieren. Dass ich mit Emulator spiele, wisst ihr sowieso. Also sollte euch das nicht überraschen, dass man da auch mal einen Cursor sehen kann. Trotzdem, sollte das nicht so sein, hat mich ein bisschen gestört. Deswegen wollte ich mich nochmal kurz dafür entschuldigen. Und einen Grund nennen, warum das so passiert ist. Hey? Manny entwickelt sich! Bom, bom, bom. Yeah, das grooved. Glückwunsch, dein Manni wurde zu einem Morabel. Ja, es ist cool. Unsere erste Entwicklung hier in diesem Let's Play. Und Lehmschuss, sicher. Das geht ab wie in der Zäpfchen. Hier, wie schon. So, Lehmschelle. Senkt die Genauigkeit, lasse ich mal drin. Boah, ist die Musik gerade irgendwie langsam? Egal, so. Ich mach trotzdem Lehmschelle weg. Ich wollte erst Tackle wegmachen, aber ich habe gedacht, physische Attacke und so kann man bestimmt nochmal gebrauchen. Er lernt Lehmschuss. Okay. Ach, ich habe vergessen, hier ein bisschen zu speeden. Sorry. Also, jetzt ist der Part gespeedet. Zumindest ein bisschen. Kann die Musik schon so seltsam langsam vor. Gut, den Grund haben wir gefunden. Ja, Doppelkampf. Kütnau, renn ohne nachzudenken in einen Doppelkampf. Oh. Da war ich ein bisschen zu geizig, offensichtlich. Hier, Queller, Tick, Dis, Trank. Hätte ich jetzt keinen Pokémon, also Queller hier gehabt, dann wäre der Doppelkampf nicht mal getriggert. Das wäre aber auch traurig gewesen. Okay, dann kommt es hier mit einer Konfusionsattacke. Lunastein ist Gestein Psycho, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Hauptsache, du vergiftest erstmal Queller, ne? Wenn Queller jetzt auch durch Gift verreckt, dann ist das ja wieder ein. Eine passende Überleitung von Part zu Part, würde ich sagen. So, aber Aquaknarre auf Lunastein sollte fatal sein.
Und ich rutenschlage schon mal das. Ich rutenschlage beide. Oh, das funktioniert. Tja, dann werden wir jetzt seinen Härtner mal wieder neutralisieren. Wo es gegen meine Akku-Knarre sowieso nicht hilft. Aber killen kann ich dich damit trotzdem nicht. So, eigentlich bin ich langsam an dem Punkt, wo ich sage, bei Money wird's gefährlich. Ja. Aber Leute, die mich öfter gucken, kennen mich. Fitner geht ein Risiko ein. Fitner bereut es, Risiken einzugehen. Und geht anschließend wieder Risiken ein. Oh yeah. Das nenne ich Erfolgsstrategie. Queller erreicht dadurch Level 6. Und Doppelkick auf Queller. Gott sei Dank auf Queller. Ansonsten werden wir jetzt erledigt mit Money. Leute, was würdet ihr in dieser Situation tun? Würdet ihr Nidorina angreifen und hoffen, dass ihr sie besiegt? Oder würdet ihr euch heilen? Eins von beiden heilen, denn wir haben nur noch einen Trank. Und, nee, wir haben zwei Tränke. Allerdings gute Tränke. Naja. Dann werden die halt aufgebraucht. Dann muss das halt so sein. Dann besiegen wir Nidorina halt in der nächsten Runde oder übernächsten Runde, wenn wir so schlecht sind und so wenig Schaden machen. Hypertrank, aber das ist jetzt der letzte Trank, ne Leute? Erlaubt euch jetzt nicht nochmal irgendwie ins Fettnäpfchen zu treten. Das könnt ihr jetzt nicht bringen. We have to win this now. Hälfte, jetzt kommt noch das Gift dazu. Nochmal Doppelkick und das war's für Quella. Gift Boden? Fragezeichen? Verdammt sehr effektiv. Ich habe hier nur einen Angriff frei. Kratzer. So. Jo. Nice. Hätte ich auch schon vorher machen können. Aber ich habe halt nicht gewusst, dass es ausreicht. Quell erreicht Level 7. Wir haben Zwillinge Liz und Lena erledigt. Oder weggesnackt, wie Quittner sagen würde. TM80 Irrschlag. Was willst du mir da erzählen? Rhythmische Schläge, die den Gegner verwirren können. Was ist das denn? Stärke 70, Genauigkeit 100. Money Tackle. Ey Money, du weißt, was für eine Attacke ist. Vergess mal Tackle und deren Irrschlag. Das werde ich dir gleich mal einsetzen. Ich glaube, wir treffen gleich auf Team Galaktik Rüpel. Den rüpeln wir mal eins mit dem Irrschlag über. Und Gift, ja. Gift übersteht die Auflösung. Genau das. Mit einem KP allerdings. So, hallo Schwester Joyna. Hast Bock? Ja, heil mal auf. Wie der hintere Teil des Pokémon Centers irgendwie voll verschwommen ist und die blonde Frau da rechts bis eben relativ scharf war. Ne? Ja, die Frau war ziemlich scharf. Genau wie die hier. Jetzt ist sie unscharf. Sieht sich nicht mehr so gut aus. Muss ich euch anquatschen dafür, dass da das Event, dass da die Story losgeht? Hör auf zu matzen, das ist eine ehrbare Aufgabe, aber Käferpflanzen-Pokémon finde ich einfach nur gruselig. Und deshalb wäre ich auch lieber woanders. Geist-Pokémon finde ich viel hübscher. Die sind nicht gruselig. So, wie sie schaut aus mit dem Bären? Ja, erstmal schön hier um die Häuser laufen, ne? Schön um die Häuser ziehen. Amrena-Bären heilt Paralyse, wenn ich nicht dumm bin. Und Sinnebeere. Ja, gut, das weiß man ja. Das weiß ja sogar ich hier. Dass wenn ich den Pokémon zum Dragon geben würde, hier Bären, Sinnelbeere geben Money, weil, wichtig, und Amrena-Bären benutze ich dann, falls ich mal keinen Paraheiler mehr habe. Meine Güte, was ist los heute Abend, Mensch? Trainer, bitte fliege Bären, indem du ihn mit der Enton-Kanne Wasser gibst. Enton-Kanne halten. Okay. Also, wir sollen Blumen gießen. Wir sind eine billige Arbeitskraft geworden. Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Pflanzen kannst du an verschiedenen Orten. Wo lese ich da einen kannst? Pflanzt du an verschiedenen Orten jeweils eine Beere, gibt es mehr und mehr Beeren in der Welt. Ich hoffe, du hilfst dabei, dass mehr Beeren auf der Welt wachsen. Ich muss den Part bald beenden. Hallo, wir tauschen deine Beeren gegen Accessoires ein. Nein, brauche ich nicht. I don't need Accessoires. This is a Run, der entweder nur zur Top 4 geht oder bis danach. Kommt drauf an, wie gut der bei euch ankommt, das Let's Play. Vielleicht komme ich auch gar nicht so weit, das ist immer eine Nuzlocke. Es kann auch sein, dass ich dies wie in der
Quit-Now-Challenge von HeartGold einfach verkacke, dann wäre ich, glaube ich, erstmal durch mit Pokémon, aber ich schließe es zu dem Zeitpunkt hier noch nicht aus. Nach dem letzten Part sowieso nicht. Hilf mir, Trainer, bitte! Achso. Hilf mir, Trainer, bitte! Ich will zu meinem Papa! Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk! Plötzlich kamen da so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Sie haben mich aus dem Kraftwerk gescheucht und zwingen meinen Papa, irgendwas zu tun. Bitte, Trainer, ich will zu meinem Papa. Ja, easy, bleib locker, ich mach die platt. Nenn mich auch Quitnow den Plättenden. Sonderbonbon, das ist cool, das kann man bestimmt irgendwann mal benutzen. Aber was ich jetzt benutzen werde, ist das Gras hier, um meinen Pokémon zu fangen. Oh yeah. Und es ist ein Schlurpleck. Was ist das? Ich will das nicht. Mann, ich will nicht so ein Mischung aus Fabulous und Dirt Pokémon. Hier, take this Irrschlag. Bom, bom, mit Vögeln. Geil, verwirrt das immer? Das ist ja cool. Aber wo kommt die Attacke her? Muss ich mal erkundigen irgendwie. Ist ja nice. Ach, ich vergesse das sowieso. Nein, ich mach das. Trust me. Bom, bom. Das klingt echt, als ob du auf so ein, auf so eine Trommel haut. Bum, bum. So, du magst mich offensichtlich, du hast mich angeschleckt, da stehe ich nicht so drauf, deswegen fange ich dich erstmal ein. Müssen wir ein bisschen daran arbeiten, du kannst nicht einfach irgendwelche fremden Leute anschlecken hier. Das geht nicht klar. Super schade, du hast mich auch verwirrst. Ich fange mich selber. Nein, Quatsch. Das ist Schlurpleck hier, wird jetzt gesnackt. Kannst mir nichts erzählen, Gauner. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Das Pokémon ist nämlich viel cooler als du. Wie ein weiser Mann einst sagte. Nein. Oh, das ist aber hart zu fangen. Was ist das? Ist das die Vorentwicklung oder die Nachentwicklung von Schlurp? Ich weiß es nicht mal. Ich habe so selten mit dem Pokémon da zu tun. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, nein, ich würde da nicht Schaden machen, sondern ich hätte ein anderes Pokémon gern. Cool, wir haben einen Schlurpleck gefangen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben, glücklich sterben vor allen Dingen. Ich wollte schon immer einen Schlurpleck haben. Schlecker. Naja, Schlecker ist insolvent, glaube ich. Die lange Zunge ist immer feucht. Ihr Speichel enthält eine Substanz, die Taubheit hervorrufen kann. Oh fuck, unser Money ist jetzt forever erledigt. Schlurp gebe ich einen Spitznamen. Ja, ist es weiblich oder männlich? Ist es männlich? Boah. Ein leckendes Pokémon. Ich benenne es nach meiner Katze. Die ist auch am Lecken. Die leckt sich auch ständig. Vielleicht hält sie sich ja für einen Schlurpleck. Sammy. So. Na, Sammy, alles klar? Wie schaut das aus mit dem Typen platt machen? Haben wir noch genug KP? Schaut's aus. Und dann schauen wir uns mal eben Sammy an. Jo, Sammy, was geht? Locker. Wenn ich cool bin, habe ich euch das jetzt hier eingeblendet. Mag saures Essen. Sieht aus, als magst du alles. Und Dösigkeit verhindert Anziehung. Wow, Bestfähigkeit EU, würde ich sagen. Sehr schön. Das taugt was. Dann quatsch mal den Typ hier an. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, der Zutritt verboten ist. Aber diesmal aus, als würdest du doch versuchen wollen, hinzugehen. Also gut, lass uns so kämpfen. Ja, gut. Wenn du nichts zu tun hast in deiner Schicht, dann hau ich dir eben eins auf die 12, wenn du Bock hast. Oh, ja, Vierfachschwäche. Also Doppelschwäche, man, ihr wisst schon. Wenn ich sage vierfach Schwäche, meine ich, dass ich vierfachen Schaden kassiere von einer sehr effektiven Attacke. Also eigentlich würde ich sagen, take this Irrschlag, Bitch, aber... Nee, ich habe Angst. I need to fuck off, because all of them is shitty. Sammy ist nicht voll geheilt. Zu faul zum Pokémon Center zu gehen und schon... einem das teuer zu stehen. So, mal gucken, wie viel Schaden macht denn das so? Vielleicht wirst du verwirrt und verletzt dich selber. Oder ich kritte dich tot. Ja, das geht natürlich auch. Wozu mache ich überhaupt irgendwelche Gedanken? Passt doch, Quitnow. Habe Vertrauen in deinen Mann. Habt ihr
Also, meine lieben Zuschauer, habt ihr auch Vertrauen in euren Money? Das ist ja, glaube ich, dann die Lektion für heute. Habt Vertrauen in euren Money, das ist wichtig. Na, wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Bike aufs Kreuz gelegt. Ich kann dich auch übers Knie legen, mein Freund. Aber dann kannst du gar nichts machen, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Und ich bin komplett retardet und erzähl dir das. Ha, ha, ha. Ich lache über mich selber, weil ich so dumm bin. Und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha. Der Typ ist so erwachsen und... wirklich... wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach nur... ein bisschen Meat-Action, würde ich sagen. So, heilen wir unser neu gewonnenes Teammitglied. Best Pokémon EU. So, Sammy, komm noch mal nach vorne und zeig, was du kannst. Ne, ich bin sicher, du hast einiges auf dem Kasten. Zum Beispiel lecken und lecken. Okay, Leute im Blütenfeld. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen, Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zeit Pokémon anlocken und dann fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlt dir noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Nein, nicht auf deiner, auf meiner. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Ihr könnt es gerne versuchen. Come on. Galactica-Rüpel. Kein Name oder was? Das ist auch so... nee. Ich mag das nicht. Superschall, keine Ahnung. Ich hoffe, Sammy nennt noch ein paar gute Attacken. Schlecker ist jetzt eher so... kann man, aber will man eigentlich nicht. Kann ich Elektro-Pokémon paralysieren überhaupt? Ich glaube ja. Ich glaube, das funktioniert. Okay, nur Bock mehr. Money kommt rein. Full Resist gegen hier Illikit, because Donnershock has no Wirkung. Und ich mache hier Lehmschuss und wir machen dem Elend ein Ende. Kannst mich Fußkicken, macht mehr Schaden als gegen Hydropie, weil wir ein bisschen fetter geworden sind, aber ja. Genauso lächerlich wie dein Angriff war, gehst du baden. Das ist der Grund, warum ich immer nur ein Rüpel bleiben werde. Ja, das stimmt wirklich. Du wirst echt immer ein Rüpel bleiben. Nee, du wirst sogar gefeuert als Rüpel. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Ich krieg Geld dafür? Ich bin als nächster dran. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Warum hat sie plötzlich seine Stimme geändert? Ich weiß es nicht. Na gut, andererseits ist es klar, dass sie bezahlt werden. Wer lässt sich umsonst diesen Haarschnitt verpassen und in die Klamotten zwängen und so einen Job zu machen? Also, das muss sogar ziemlich gut bezahlt werden. Oder man ist einfach nur ein bisschen blöd. So, dann würde ich sagen, für diesen Part war es dann auch langsam. Wir saven jetzt noch eben den Honigmann. Und dann beenden wir den Part. Und im nächsten Part stürmen wir dann das Windkraftwerk und saven Papa vor den bösen Galaktikern. Hier, Gewaiaites, ihr Schlag. Zack. Und schade. Schade, ein abschließendes Level Up wäre es gewesen. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte. So stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Ja. Macht schon mal die Tür für mich auf, ich komme nach. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann aber nichts anfangen. Du kannst ihn meinen Weg haben. Sind die blöd? Also wirklich. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Sie waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Zuh. Was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich bei dir bedanken. Hier, bitte nimm etwas von diesem feinen, süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Honige erhalten.
Das fand ich schon immer seltsam. Honige. Das hört man einfach zu selten, dieses Wort Honige. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Ja, und ich denke, an einigen Routen, wo ansonsten kein Gras ist, können wir damit Pokémon fangen. Gibt es Routen, wo sonst kein Gras ist? Hier können wir zum Beispiel hin. Die Rinde beschmieren und uns hier ein Pokémon fangen. Weil hier ist ja kein Gras, wie ihr seht. Gut, dann beende ich den Part hier in dieser schönen, naturellen und idyllischen Stadt Flori. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, gut. Bis dann und ciao. Oh yeah, quit now.